Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Stray. Wir haben uns bis zum Stadtzentrum vorgearbeitet. Und das sieht nach einer Menge Erkundungen aus. Es scheinen hier auch einige Erinnerungen, einige Erinnerungen zu geben. Man sieht, die grau hinterlegten, das sind die, die man hier jetzt tatsächlich finden kann. Warum oben links die weiß ist, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, die oberen großen Balken sind, ich sage es mal, automatische Erinnerungen von B12, die sich wirklich von alleine geben, wenn man irgendwie ein neues Gebiet erreicht oder irgendwie sowas. Und man sieht, hier haben wir noch 2, 4, 6 Stück, die wir finden müssen. Deswegen, wir latschen einfach mal durch und vor allen Dingen kratzen uns durch. Kann ich mit dir reden? Vladi, überleg mal, wenn ich morgen meinen Arm durch einen anderen Roboterarm ersetze und dann am nächsten Tag auch meinen anderen Arm. Und dann mein Körper und so weiter, bis ich alle Teile ausgetauscht und meine Software ausgerüstet habe. Werde ich derselbe Roboter sein, mit dem du jetzt sprichst? Find's raus. Oh hey, was zeigst du mir denn da? Ein Haufen Leute, die ich nicht kenne. Ich vermute, dass sie wahrscheinlich in dem riesigen Wohngebäude weiter oben in der Stadt wohnen. Mach damit, was du willst. Okay. Ich schmeiß dir erstmal alles runter hier, du. Ich bin echt komplett blind. Ich will aber auch nicht irgendwie was verpassen. Macht mir jemand die Tür auf? Hey, ich gehe jetzt zur Arbeit. Wir sehen uns später. Okay. Okay, Schatz, sei auf der Hut vor den Wächtern. Sie verhaften schnell und ohne guten Grund. Mach dir keine Sorgen um mich, Kleines. Mir geht es gut. Okay. Nur, wer bist du? Bei der Nekocorp arbeiten wir den ganzen Tag, um den Abfall zu sammeln und ihn nach unten zu schicken, wo er recycelt und wiederverwertet wird. Bei der ganzen Menge, die da noch ist, da war einiges zu tun, ne? Apropos unten, es ist schon eine Weile her, dass wir Neuigkeiten von dort hatten. Das ist ein cooles Bild. Hey, ist das eine Adresse auf der Rückseite? Das erste Symbol ist eine Straße und dann gibt es ein Stockwerk und eine Türnummer. Das sollte ziemlich leicht zu finden sein. Kannst du mir auch bitte weiterhelfen? Gefällt dir mein Outfit? Es ist wichtig für die Sicherheit. Ich habe es aus dem Kleidungsgeschäft und im Hutladen, aber ich bezweifle, dass sie deine Größe für ein kleines. Clementine wird gesucht. Warum wird sie gesucht? Und wer bist du? Raymile. Tut mir leid, Kleines, du kannst ja nicht spielen. Die Nekocorp-Fabrik ist kein Ort für einen kleinen Wuschel wie dich. Der Zugang ist gesperrt, aber nur für kurze Zeit. Wenn du ein paar Jahre warten kannst, machen wir gleich wieder auf. Ein paar Jahre? What the fuck? Ist das eine Adresse auf der Rückseite? Stockwerk und eine Türnummer. Ja, alle sagen, es ist einfach zu finden. Ja, dann... Jetzt doch mal auf die Sprünge. Blazer. Sagt er jetzt genau das Gleiche? Oder er sagt gar nichts. Pisser. Thank you.
Dieser Gaune von einem Händler hat mir neulich eine defekte Batterie verkauft. Das tut er jedes Mal, wenn ich ihn zur Rede stellen will, so als würde er mich nicht hören. Wenn die Wächter nicht auf Patrouille wären, würde er auf einem Haufen Ersatzteile landen. Alles klar. Hat mir jetzt echt viel geholfen. Oh, ein Code. Merken. Hier ist ein Safe. Warte mal. 2458. Zwei, vier, fünf, acht. Schade. Hätte ja sein können. Oh mein Gott, hier gibt's so viel Zeug. Ich sehe es echt schon, dass ich hier was übersehe. Kann ich wieder Energy Drinks ziehen? Nee, kann ich nicht. Okay. Hallo. Warst du unten in der Stadt? Ich hatte dort einen Freund, Fifi. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Dem kann ich es nicht zeigen. Na gut, im Prinzip sagen sowieso bisher alle das Gleiche. Mir gehörte mal eine Bar. Es war der gemütlichste Ort hier in der Gegend. Bis ich einen Schraubenzieher ins Knie bekam, jetzt ist sie geschlossen. Oh. Ich glaube, es bringt nichts, wenn ich hier jeden Roboter durchfrage. Sehr schick. Weiter oben hieß es. Oder erzählst du mir auch noch was? Es ist angesagt, dass der Laden im Stadtzentrum, aber der Ladenbesitzer ist ziemlich mürrisch. Alles klar. Irgendein Anhaltspunkt. Irgendwie ist Außenweltlerabzeichen oder irgend sowas. Ah, noch eine Bar. Mit dir quatschen? Entschuldigung. Schon wieder. Ja. Piu! Ach, das war dieser mürrische Typ. Na, es ist so, steht so mit auf den Klapperbeinchen. Ist das hier vielleicht ein Hinweis? Heißt das da hoch? Oh. Die sehen alles andere als nett aus. Möchte ich mal behaupten. Könnte der Pfeil hier wirklich was heißen? Oder bilde ich mir das jetzt nur ein? Weil
Irgendwie sieht es da nicht sehr freundlich aus. Ich kann ja auch gar nicht hoch. Ne, die sehen nicht sehr nett aus. Oh ja, ich kenne sie. Ich habe sie früher oft gesehen. Ich glaube, sie wohnt hier in der Nähe. Sie hat immer davon gesprochen, die Stadt zu verlassen. Ich verstehe das nicht. Hier ist es doch toll. Warum weggehen? Okay. DJ Matt Key heute Abend im Ogoro Club. Okay. Sie wohnt hier in der Nähe. Hey, Dumpfbacke, wir können dich auch sehen. Hey, diese Kassetten gehören uns. Weißt du nicht, dass man nicht klaut? Ich könnte dir eine geben, aber dafür müsstest du etwas für Jean-Marc, Miko und mich tun. Die Wächter haben 3 Sicherheitskameras installiert, um uns zu überwachen. Das gefällt uns ganz und gar nicht. Kannst du uns die vom Hals schaffen? Ui. Das Leben ist langweilig, seit die Wächter in unserer Residenz Kameras installiert haben. Ja, ihr seid witzig. Wie soll ich die denn bitte deinstallieren, ha? Ich bin auch nur eine arme kleine Katze. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang laufe. Ich laufe gerade total blind, will ich nur mal sagen. Hey, du. Was bist du eigentlich? Ein Vierbeiner, der niedliche Geräusche macht? Das Konzept gefällt mir. Ja, das glaube ich dir. Kannst du mir noch weiter? Da hinten ist eine Adresse. Es ist ganz genau hier. Ja, schön. Was ist hier? Da wird hier irgendwo noch jemand rum. Aha, wir können uns verstecken. Nice. Ich habe bisher aber auch gar nichts an den Wohnungstüren irgendwie gesehen. Sorry, wenn es jetzt gerade ein bisschen dauert, aber... Ah, Hallöchen. Ey, du! Was soll das heißen? Du hast deinen Charakterbogen vergessen. Ich habe die ganze Woche damit verbracht, diese Sitzung vorzubereiten. Es tut mir leid, ich weiß nicht, wo ich ihn hingesteckt habe, aber das muss trotzdem spielen. Ich werde in diese Höhle gehen. Los geht's. Ja, toll, die helfen mir auch nicht weiter. Grrr. Wo denn? Ah, hallo. Was ist das für ein Geräusch? Ich habe letzten Monat erst alle meine Kugellager geölt.
Mach doch die Tür auf. Mammo. Aber hier oben war ich schon. Ich habe echt keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich jetzt rausfinden soll, welche Wohnung es ist. Moment, die ist versperrt hier, die Wohnung. Das sieht mir doch ganz danach aus, oder? Ich meine, Clementine wird gesucht. Würde mich nicht wundern, wenn ihre Wohnung dann auch dicht gemacht wurde. Ich dachte, du wärst ein Gesandter. Egal, wer bist du? Was willst du von mir? Warte, also... Ich sag jetzt einfach Balthasar. Endlich beschlossen, jemanden zu schicken? Ich schätze, du bist mein neuer Rekrut. Sehr groß bist du nicht gerade. Wie hast du überhaupt die Kanalisation überstanden? Ich schätze, du musst ziemlich gewieft sein. Ich habe einen Weg zur Außenwelt gesucht, seit ich das Ameisendorf verlassen habe. Aber die Wächter sind immer wachsam. Jetzt, wo du hier bist, kannst du helfen. Folge mir. Will ich das? Ich arbeite schon eine ganze Weile an einem Plan, um diese alte U-Bahn in Gang zu setzen. Ich habe sogar die Schlüssel, um sie zu starten. Alles, was wir brauchen, ist eine Atombatterie, um sie mit Strom zu versorgen. Ich weiß, dass die Neko Corporation eine in ihrer Fabrik installiert hat. Ich habe einen Kontakt, der uns helfen kann, sie zu infiltrieren. Ich kenne seinen Namen nicht. Er ist der Roboter mit der Bomberjacke und der Goldkette. Überbringe Ihnen diese Nachricht. Jemand, der so klein und flink ist wie du, sollte keine Probleme haben, sich in die Fabrik zu schleichen. Eine letzte Sache noch. Zögere nicht, dich um Hilfe zu bemühen. Diese Stadt ist voll von Informationen. Halte dich nur von den Wächtern fern. Ist das vielleicht dieser mürrische Typ, der da an der Seite gestanden hatte? Kann ich hier echt gar nichts machen? Hier gibt's nichts. Die Sache ist auch die, ich würde halt eben auch gerne die Nummer mit der Kassette da machen. Also die Kameras außer Kraft setzen. Mitnehmen, was geht und so, ne? Und es gibt einige Erinnerungen hier in dem ganzen Gebiet. Die Frage ist halt eben nur, wo. Ich finde die Atombatterie. Manifest der Außenweltler um jeden Preis. Ich finde meinen Kontaktmann. Er kann dich in den Neko-Korb schleusen. Bomberjacke und Goldkette. Ey, Aramis, bitte. Gibt's hier echt sonst gar nichts mehr? Oh, natürlich. Und jetzt?
kann ich da hochspringen. Oh, sehr cute. Schönes Plätzchen. Ach, jetzt mal ganz ehrlich, sieht das nicht knuddelig aus? Absolut. Ja, ihr seid auch süß. Aber könnt ihr euch bitte, bitte, bitte jetzt nicht hier oben auf dem Schreibtisch putzen? Das wäre echt wahnsinnig geil. Ihr nehmt echt eine Menge Platz weg. Die Viecher sind so groß. Schöne Ecke. So, ich musste erstmal meine Karte vom Drucker runterpflücken. Gut. Dann. Wie soll ich denn eigentlich diese verfluchten Kameras zerstören? Einfach draufspringen. Alles klar, verstehe. Ja, hätten wir die schon. Wo ist denn noch eine Kamera? Da oben. Ups. Hallo. Blablablablab. Jupp. Jupp. Alles klar. Kann ich auch wieder runterspringen? Nee, kann ich nicht. Okay, never mind. Da geht die Treppe hoch, ich will aber die Treppe runter. Da. Ganz toll. Gut gemacht, ich hätte nicht gedacht, dass du das schaffst. Hier, nimm deinen Preis, du hast ihn dir verdient. Ein Kassettenband. Gut, ich weiß, wofür wir das brauchen. So. Wisst ihr, was ich jetzt aber erstmal machen werde? Ich werde mich erstmal auf die Suche nach den ganzen Erinnerungen von B12 machen. Das werde ich jetzt mit Absicht hier rausschnibbeln, weil ich habe mich dazu entschieden, es gibt es zwar schon, aber da ich das ja hier aus meinen Aufnahmen rausschneide, möchte ich noch so eine Art Achievement-Video machen. So ein Achievement-Guide mit den Erinnerungen. Vielleicht noch andere Dinge. Mal schauen. So. Dann hole ich euch gleich wieder mit dazu, wenn wir uns auf die Suche nach dem Typ in der Bomberjacke mit Goldkette machen. Hört sich abgefahren an. So, und da wären wir wieder zurück. Ich habe tatsächlich fast alles gefunden, bis auf zwei. Und ich habe so das Gefühl, die könnte man wahrscheinlich erst finden, wenn wir diese komische Atombatterie oder was auch immer das sein soll, besorgt haben. Mir ist jetzt allerdings noch was anderes aufgefallen. Und zwar, wir gehen nochmal hier vorne in den einen Laden zurück, wo sich der eine Typ verarscht vorkommt, dem eine defekte Batterie verkauft wurde. Mir ist nämlich was eingefallen. Und zwar, guckt mal genau. Das ist in Spiegelschrift geschrieben. Der Code von dem Safe ist 8542. Spiegelschrift. Sehr originell. Und wir haben ein Abzeichen. Wupp, wupp. Ist auch ein Achievement. Alle Abzeichen sammeln. So. Und jetzt machen wir uns auf die Suche nach dem, wie nannte Clementine ihn?
mit Bomberjacke und Goldkette. Ich habe so die Vermutung, das ist dieser mürrische Typ, der hier vorne irgendwo rumgelungert hat. Genau du. Ich hab zu tun, was willst du? Das da. Woher hast du das? Oh, du bist bei den Außenwelt. Mein Kontakt. Lass mich dich kurz über die Atombatterie aufklären. Die Batterie versorgt die Nekokorp-Fabrik hier, aber das ganze Gebiet ist gesperrt und schwer bewacht. Sie kontrollieren jeden, der das Gelände betritt, und schicken jeden weg, der kein Arbeiter ist. Hier meine Idee. Besorge mir eine Arbeiterjacke und einen Arbeiterhelm, während ich hier bleibe und mir einen günstigen Zeitpunkt überlege, reinzukommen. Ein Helm und eine Jacke. Ich habe da einen Klamottenladen gesehen. genau hier. Nevermind. Okay. Das geht dann offensichtlich nicht ganz so einfach. Wir überlegen uns was, während wir kratzen. Können wir den irgendwie ablenken? Mach mal den Vorhang zu. Dafür brauchen wir die Kassette. Ah. Easy. Geil. So, aber hier waren jetzt wirklich nur Klamotten. Hallo. Friedensstifter 22106. Die festgenommene Person war nicht Clementine. Suche fortsetzen. Ach so, das ist einer von denen. Okay. Hier schon wieder die Wächter. Ach, guck mal da. Wow. Bist du blöd? Niemand kann den Laden betreten, während er wieder aufgestockt wird. Und da die beiden so inkompetent sind, könnte es noch eine Weile dauern. Ich warte schon seit Ewigkeiten, dass du bleibst hier zurück und mir hilft, diese Hüte wieder aufzustocken. Der Chef ist nicht begeistert. Und der Kerl wieder in der Bar rumhängt. Ist denn die Bar? Türsteher. Der Club ist geschlossen. Hau ab. Okay. Wo war das nochmal? Also ich habe einen Orientierungssinn wie. Na, reden wir nicht von. Wo war das denn? Wo war das denn? Irgendwo war sowas. Ja. Wo war das denn, was ich gesehen hatte? Ah, das ist ein Café hier und keine Bar. Nee, das ist noch nicht mal das, was ich gemeint hatte. Wer bist du? Matt B., was kann ich heute für dich tun, Chef?
Nee, der ist es auch nicht. Auch wenn der Typ mich nervt, das ist mein einziger Kunde. Versuch bitte, ihn nicht zu vergraulen. Okay. Ach, ja, moin. Wer bist du? Nee, du bist's nicht. Shazam, ich habe jedes Spiel gemeistert, das jemals gab, aber wie das hier funktioniert, kann ich echt nicht sagen. Kapier ich hier irgendetwas nicht richtig? Also wirklich. Soll ich das mal zeigen? Ja, so, jetzt eher weniger. Okay. Pschu. Trink verantwortungsbewusst, Kleines. Nicht so wie dieser Typ im Hinterzimmer. Echt schade. Der Typ im Hinterzimmer? Der Typ da hinten ist bis oben hin geölt, wenn du weißt, was ich meine. Den weckt nur ein harter Schlag direkt an die Birne. Okay, ich habe so das Gefühl, das könnte unser Mann sein. Ich verstehe schon. Harter Schlag an die Hinterbirne. Ah. War mir ein Vergnügen. Aufwachen! Oh Gott, bist du durch. Hör auf. Put, 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 put. Ab zum Hutmacherladen. Oh je. Alles klar. Nice. Bauarbeiterhelm. Sehr schön. Perfekt. Haben wir doch alles. Und wieder zurück zu Blazer. Wo war der nochmal? Ach, ja genau, hier. Einmal. Ich ziehe mich jetzt an. Kannst du dich umdrehen? Dein Ernst? Die sind klasse. Ein bisschen eng an der Teil, ja, aber es wird schon gehen. Ach, komm. Okay, spring in diese Kiste und ich schleuse dich durch den Kontrollpunkt. Gut. Aber das machen wir tatsächlich beim nächsten Mal. Das klingt nämlich nach einer Menge Action. Und ich muss nur mal kurz ein bisschen stöbern gehen. Gewieft, genietzt. Laufe deutscher Stadtzentrum, ohne von den Wächtern erwischt zu werden. Ich habe so das Gefühl, das könnte jetzt die Nummer sein. Naja. Schauen wir mal. Gut. Kätzchen hat Klamotten geklaut. Böses Kätzchen.
Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss, tschüss.